Vom 7. bis 14. Juli 2018 hat heuer die 70. Österreich-Rundfahrt von Vorarlberg bis nach Wels stattgefunden. Die 6. Etappe ist bei dieser Rundfahrt ganz im Zeichen der Steiermark gestanden. Nach dem Start in Knittelfeld waren die Teilnehmer nach Wenigzell im Jogelland unterwegs. Der Standort Knittelfeld war nach 1959, 70 und 75 zum vierten Mal der Etappenort der Österreich-Rundfahrt. Hochbetrieb hat bereits in den frühen Morgenstunden im Fahrerlager geherrscht und alles war für einen spannenden und anstrengenden Arbeitstag für die Profiradler aus dem In- und Ausland angerichtet. Darüber freuten sich auch der fachkundige Radsportverbandspräsident Eduard Hamidl und Sportstadtrat Harald Bergmann. Ja, das ist natürlich ein toller Tag. Ich denke mir, man spürt schon das Rennfieber, das da ist. Und die Etappe heute, Knittelfeld, wenn ich zähle, glaube ich, da wird eine Vorentscheidung fallen. Das ist einer der härtesten, 176 Kilometer und über 3600 Höhenmeter. Also ich glaube, da fällt heute eine Vorentscheidung. Aber es freut mich besonders, dass in Knittelfeld, wo ein toller Verein ist, auch, dass heute dieser Start da stattfinden kann. Es sind viele Leute da, es kommt an. Der Radsport ist attraktiv für die Menschen offenbar. Und es freut uns sehr, dass wir das da hergeholt haben und dass das von den Menschen angenommen wird. Und das ist eine tolle Sache. Losgelegt haben zunächst aber die Rundfahrtsieger von morgen. Am Kapuzinerplatz wurden die Kids Cup-Finalläufe ausgetragen. Kräftig in die Pedale drücken, um jeden Zentimeter Rad an Rad, Schulter an Schulter kämpfen, standen auf der Tagesordnung. Die Begeisterung, Ehrgeiz und Spaß waren groß. Alle Kids haben die Strapazen mit Bravour gemeistert und waren unter dem Motto »Dabei sein ist alles« mit ihrem Abschneiden auch zufrieden. Die aussichtsreichsten österreichischen Radprofis haben von der Steiermark-Etappe viel Respekt gezeigt. Es wird heute sicher wieder eine sehr schwere Etappe. Also ich kenne die Etappe eigentlich sehr gut heute. Das ist ein Trainingsgebiet, durch das wir heute fahren. Also es ist nicht zum Unterschätzen. Die Straßen sind oft sehr schmal und die Anstiege relativ steil. Das Finale ist dann wahrscheinlich eher das Leichtere für die Etappe, weil der letzte Anstieg nicht besonders schwer ist. Und ich erwarte eigentlich, dass heute eine größere Gruppe zum Sprint kommt, so 30 Leute oder eben die Fluchtgruppe heute mal durchkommt. Also wir versuchen in die Gruppe zu gehen, schauen mal, ob es funktioniert und die Etappe, glaube ich, kann man liegen, vor allem zum Schluss, bergauf, bergab, schmale Straßen. Ja, aber in erster Linie heißt es den Ricky Zeudel vielleicht noch weiter zu fahren, zu platzieren und natürlich für die Mannschaft wäre Etappensieg auch schön. Ja, aber schauen wir mal, es wird sicherlich nicht leicht. Und zum Schluss schauen wir, was rauskommt. Wir haben es letzte Woche angeschaut und es sind sehr, sehr giftige Anstiege, die was nicht als Bergwertungen kategorisiert sind. Und ja, mit der ganzen Vorgeschichte schon, was mit den Etappen davor schon waren und alles, wird es eigentlich von Tag zu Tag immer schwerer, wenn solche Etappen sind. Ja, darf man die nicht unterschätzen. Es ist eindeutig die schwerste Etappe. Sie ist auch recht lang mit 176 Kilometern. Einige Berge drin und ja, wird auf jeden Fall sehr schwer werden. Der Fanansturm am Kapuzinerplatz war enorm. Hörbar auch die riesengroße Vorfreude auf das Radsportspektakel bei den Daumendrückern am Straßenrand. Ja, ich glaube, es ist eine super Werbung auch für den Radsport, also auch für Rapsa. Und ich finde, es wird jedes Jahr stattfinden. Und man sieht ja, wie viele Leute da sind. Also Radsportinteressierte gibt es in Knittelfeld genug. Ich bin wirklich überrascht über den Aufwand, der da betrieben wird und was da notwendig ist, eine Rundfahrt so durchzuführen, wie sie durchgeführt wird. Ja, Ricardo Zoll und der Herr Bernsteiner, das sind unsere jetzigen Superstars, ne? Ja, tolle Geschichte. Früher war er ja sehr oft dabei, wie der mit der Karone nach dem Knittelfeld eingefahren ist. War natürlich eine tolle Sache. Ja, ähnlich wieder mal nach Knittelfeld. Das ist ja Wahnsinn. Die sind ja gestern am Glockner gewesen, heute da in Knittelfeld Start. Das ist ja auch weite Transfers. Super Etappe, glaube ich, nach Wenigzell. 3600 Höhenmeter kommt dann gar nicht vor, aber tolle Geschichte. Fein. Ja, damals habe ich noch mitfahren dürfen oder können, sagen wir lieber so. Aber jetzt ist es nicht mehr möglich. Aber ich freue mich, dass Knittelfeld wieder Etappenort ist für die Österreich-Rundfahrt. Es ist doch der 70. Österreich-Rundfahrt und ich glaube, das ist schon eine Auszeichnung für Knittelfeld,
dass wir hier den Start durchführen können. Diesmal hatte er die Ehre, seinen Nachfolger auf eine strapaziöse Reise zu schicken und das Rennen freizugeben. Neutralisiert wurden die Pedaltreter zum Auftakt der sechsten Etappe zunächst auf einen kurzen Prolog durch die Stadt, die dank des Rapso Radclub Knittelfeld seit vielen Jahrzehnten als steirische Radsport-Hochburg gilt, geschickt. Danach wurde aber kräftig in die Pedale gedrückt, um die rund 177 Kilometer und 3600 Höhenmeter von Knittelfeld nach Wenigzell, vom Murtal in Peter Roseckers Waldheimat und ins oststeirische Jugelland so schnell wie möglich abzuspulen. Ja, Gott sei Dank ist es wirklich, glaube ich, gelungen, in Knittelfeld so viele Leute auf die Beine zu stellen. 43 Jahre war jetzt keine Rundfahrt und jetzt ist uns wieder gelungen, den Start zumindest zu haben. Es wäre natürlich schön, eine komplette Etappe von Knittelfeld Start und Ziel auszutragen, aber das sind natürlich Kompetenzen, die dem Tourismusverein unterstellen und das ist natürlich auch mit gewaltigem Geld hinterstellt. Aber es wäre toll, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht eine ganze Etappe in Knittelfeld austragen könnten. Ein Wiedersehen mit der nationalen und internationalen Radsport-Elite im nächsten Jahr ist also nicht ausgeschlossen und würde die Fanherzen der Radsportfreunde im Murtal wieder höher schlagen lassen.